Rosi ist ganz ehrlich, ist ein gerne gebender Mensch. Rosi ist zwar nicht dieser Mensch, der mit vielen Menschen kann, das geht aber nicht gegen den Einzelnen. Sie ist nicht dafür geboren, so wie ich zum Beispiel, der durch die Gegend läuft und kann mit jedem, mir kann man auf die Schulter schlagen, ich schlage jedem auf die Schulter. Rosi ist nicht dieser Mensch. Aber das kann man ja auch nicht ändern. Die hat ja ein anderes Sternzeichen, sind ganz anders gestrickt. Aber alle diese Dinge, Rosi ist fleißig, ohne Ende. So fleißig könnte ich mein Leben nicht sein. Die hat ja alle diese Attribute. Man kann über Rosi so gar nichts sagen. Also keine negativen Dinge. Keine negativen Dinge. Und das mag ich an ihr. Verliebt sind wir nicht mehr. Das hört nach ein paar Jahren, dann hört das nochmal auf. Ne? Ich glaube, irgendwann kommt das Wort Liebe zum Tragen. Das beinhaltet Liebe, beinhaltet ganz viele Dinge. Alles, was im Alltag passiert, wie man miteinander umgeht, was man tut, wie man an den anderen achtet, das ist für mich Liebe. Da gehören diese kompletten alltäglichen Dinge hören hinzu. Und ja, das ist die Glocke. Ohne das wäre ich wahrscheinlich haltlos, nicht lebensfähig, weil Rosi klärt ja nur alle Dinge, das wissen mittlerweile auch ganz viele, die macht alles, alles. Ich dachte mir, wenn die mal im Krankenhaus liegt zum Beispiel, habe ich ganz schlechte Karten. Ich die Bänder dann meine Bänder weggegeben habe, hat es nicht jeder verstanden. Ich denke mir, im Nachhinein das muss es einfach jeder verstanden haben. Es geht nicht darum, es sind Bänder, Freundschaft drin, hat drin gesteckt. Und wenn ich diese Freundschaft weitergebe, dann, ich glaube, das kann man, irgendwann hat man das verstanden. Das war nicht so, naja, der Dreck weg. Das war das ja gar nicht gewesen. Obwohl im Anfang haben es viele mir böse und krumm genommen. Das war mir aber auch vorher klar und da muss ich halt mit leben. Aber wie gesagt, ich glaube, viele haben es verstanden. Wir haben mal probiert, eine Platte zu verkaufen. Wir haben gesagt, so, wir wollen die billiger machen und geben die dann ab. Was macht der Händler? Der macht den gleichen Preis. Ob der sagt, wunderbar, ich habe sie noch billiger bekommen und kann jetzt für den Hochpreis, kann ich noch mehr dran verdienen. Also wir haben gar keine Chance. Wir hatten ja auch mal die Idee gehabt, wir wollten vor. Ich weiß nicht, von 2 Jahren oder irgendwann. Ich wollte eine CD nennen, 12,99 für den Kunden. Für den Kunden. Also haben wir schon überlegt, wie billig müssen wir das abgeben, damit der Händler das nicht rechtens. Man darf es gar nicht machen. Unlauterer Wettbewerb. Man darf das nicht so nennen. Ja, also ich merke da immer wieder, also einzeln hast du da gar keine Chance. Du hast gar keine Chance. Also wie gesagt, ich könnte sagen, der Händler kriegt die für 3 Euro, dann verkauft er die für 16 Euro. Keine Chance. Mir wurden ja natürlich auch irgendwann Aktien angeboten. Da oder hier eine Straße kaufen. Ich sage, lass mich mit so einer Scheiße in Ruhe. Ich hab da keine Ahnung. Ich kann dir was über G-Moll erzählen, aber nicht über eine Aktie. Von wem kenne ich nicht. Ja, da musst du mal gucken, irgendwie im NTV, wenn die ihre Reden da halten. Und dann denke ich mir, komm, ich noch weiter was sage, ich gucke mir das an, da kann ich mitreden. Ne? Und höre die dann, und ich gucke doch immer weiter, und da kam von jeder Firma, oder die Aktien veräußert haben, redete einer, und die redeten alle so einen Müll, hypen damit rum, es wurde immer schlechter schon, und hypen alle rum mit, ja, nächstes Jahr haben wir zu erwartende Gewinne, so ein Unsinn. Ich merkte das sehr schnell. Ich sagte dann meinem Bankmanager, also, ruf mich in einem Jahr nochmal an, dann kann ich mitreden. Und er rief dann im Jahr an, sagte, du brauchst mir nie mehr so eine Scheiße, mit so einer Scheiße kommen, das mache ich nicht. Ich sage, wenn ihr mir sagt, da kann man so viel Geld verdienen, dann macht das doch selber. Mach doch als Bank, kauf die ganzen Dinger, dann verdreifacht er alles, doch wunderbar, du brauchst mich doch gar nicht. Ich habe mit meiner Frau auf einer 37,5 Quadratmeter Wohnung gewohnt. Und ich weiß, wie wir gar nichts zu fressen hatten. Kann mich sehr gut heute noch daran erinnern. Und das ist auch, glaube ich, das Geheimnis zwischen meiner Frau und mir. Wir haben beide in der Scheiße gesessen und wir können auch das andere vertragen. Und ich habe auch nicht meine Mitmenschen vergessen da, das kann man nicht. Also haben wir da gesessen und meine Frau hatte dann in so einem Album hier, waren irgendwelche alten Singles drin.
Und die sind mal zu einem Alträucher, haben die da verkauft, haben 20 Pfennig das Stück bekommen. Und ich vergesse es nie. Wir sind da bei uns ins Kaufhaus gegangen, im Aldi, und haben Rama gekauft, Linsensuppe und beim Bäcker ein Brot. Und dann haben wir das, das ist kein Scherz, morgens, mittags, abends. Bis es weitergeht. Irgendwas kam, irgendwas geht ja weiter, man da probiert. Also kann ich mich da genau dran erinnern und darum kann ich auch nachempfinden, wie Leute da sitzen und wissen nicht mehr weiter. Das lässt mich nicht kalt. Ich kann es nicht mehr hören, wenn der Politiker im ersten Satz anfängt, wir müssen, bla bla bla. Das kann ich nicht mehr hören. Ich höre mir das schon seit vielen Jahren an. Wir müssen ist mir zu dünn. Mit anderen Worten, jeder redet mittlerweile, wir müssen, dann habe ich meine Ruhe, dann brauche ich 3 Monate nicht mehr diskutieren. An dem ganzen Gefüge müsste sich auch was ändern, weil ich brauche Entscheidungen. Ich brauche auch Menschen, die Entscheidungen machen oder das können überhaupt. Was nützt es mir, wenn ein gewählter Bundeskanzler mit seinem kompletten Kabinett, der kann überhaupt nicht entscheiden? Das kann doch nicht wahr sein, ob ich jetzt den jeweiligen Bundeskanzler mag oder nicht mag. Aber wenn ich einen habe mit seinem Kabinett, dann möchte ich, dass der entscheiden kann und nicht in den Bundesrat oder vorher in Gremien kommt, die dann nochmal und dann dauert 3 Monate, dann dauert es nochmal 3 Monate, ehe es in den Bundesrat kommt. Den Menschen geht es heute schlecht. Wenn ich heute nichts zu fressen habe, interessiert mich in einem halben Jahr doch ein Dreck, wenn es da abgelehnt wird. Da flippe ich aus. Also, was ich mir wünschen würde, einen Bundeskanzler, der muss ein neues Gesetz, der muss entscheiden können, ob mir das gefällt oder nicht. Das ist egal. Aber ein Mensch oder mit seinen Leuten muss ganz klar entscheiden können, wir machen nicht in 3 Monaten, in 6 Monaten, wir diskutieren gar nicht, wir machen einfach. Wie jetzt im Moment, wenn die Menschen Probleme haben, die Krankendinger brechen zusammen, die Lohnabgabe, diese ganzen Dinge, das muss alles nach unten gehen. Da kann ich doch nicht sagen, ja, mal gucken, wir müssen 2004, das kann ich nicht mehr hören. Wenn einer nichts zu fressen hat, muss es geändert werden, zwar heute. Nicht diskutieren und noch mal machen. Das haben sie praktisch schon immer gemacht. Mal, ich habe die Jahre mehr durch die Blume, direkter, all diese ganzen kleinen Probleme. Es ist allerdings ja, ich weiß nicht, ob seit seit 1,5 Jahren ist es schlimmer geworden. Also man schreibt mehr noch direkter darüber. Ich gehe mal einfach davon aus, dann wird die Not irgendwann unerträglich. Wenn es mir ans Fleisch geht und ich habe nichts mehr zu fressen, ich weiß nicht, wie weit das geht, wie weit man mir da die Wahrheit schreibt, aber viele Menschen, habe ich das Gefühl, schreiben mir da die Wahrheit. Da weiß man nicht, wie man damit umgehen soll und man tut sich auf die Entfernung auch sehr schwer. Was kann ich tun? Ich bin sehr hilflos denn da, aber ich merke natürlich auch im ersten Moment, ein gutes Wort hilft weiter. Hilft erstmal weiter. Ich glaube, wir alle, wenn wir depressiv durchs Leben laufen, steht irgendwas. Wenn man meint, einfach dieses positive Signal, geht man anders auf seine Mitmenschen zu und man hat auch eher eine Chance wieder. Das ist das Erste, ich kann ja nicht tausenden Menschen helfen. Ich kann ja nur schon mal einem, aber da rede ich auch ungern drüber. Aber helfen, ich glaube, das Wort, den meisten kann ein gut geschriebenes Wort oder irgendwo so diesen Kick wiedergeben. Ich kann mich nur selber bestätigen, weil viele haben mir im Nachhinein gesagt, du hast mir damals geholfen. Ich fand erst nur die Lieder gut und das fand ich auch toll und so was. Und was ich ganz besonders gut finde, die gehen bei mir weit über die Lieder drüber weg, weil sie nehmen mich dann als Menschen, als ihresgleichen einer, der genauso lebt wie sie auch. Und das sind Dinge, die mich denn, ja, berührt mich und lässt mich weitermachen, tun und ich glaube, Briefe schreiben oder antworten oder irgendwas, eine Kleinigkeit tun, will ich mein Leben lang. Man muss da gewesen sein und ich kann mich genau daran erinnern, ich hatte einen Auftritt irgendwo gehabt im Ruhrgebiet, in Moers. In Moers war es, so Rand vom Ruhrgebiet. Und
das war das war mehr wie Herzlichkeit. Die sind ausgerastet. Das war, ich kann das überhaupt nicht erklären. Ich tue mich auch sehr schwer beim Erklären. Das hat mich so beeindruckt. Und die Zeile, ihr seid das Ruhrgebiet, fiel mir auf der Bühne ein, während ich ein anderes Lied gesungen habe. Ich muss mal überlegen, ihr seid das Ruhrgebiet und ich bin euch alle. So, das habe ich denn da gesagt. Ne? Unlogischer Satz, aber es fiel mir halt ein. Das hat mich schon. Ich glaube, das sind alles Leute, die anpacken, arbeiten, fleißig sind und alle miteinander. Die merken, weil die so eng beieinander wohnen, alleine sind wir gar nichts. Wir können nur gemeinsam irgendwas tun und da gibt es keine einzelne Leute, sondern ich bin der. Das gibt es da gar nicht. Und ich glaube, das hat diese Menschen geprägt, geformt und mich direkt mit. Obwohl ich ja nur Kölner bin, aber mein Denken ist ja praktisch wie Ruhrgebiet. Ich bin das Ruhrgebiet. Weil ich mag diese Menschen, weil das ist einfach Herzreden. Ich habe ja wieder angefangen, Briefmarken zu sammeln, was ich vor langen, langen Jahren ja mal beendet habe. Und ich konnte mir auch gar nicht vorstellen, dass ich wieder anfange. Und das sind das sind schöne Sachen, wenn man Briefmarken, die ärgern sich nicht. Ich kann mich nicht über sie ärgern, sie diskutieren nicht mit mir. Ich brauche nur darüber nachdenken und gehe sauber mit diesen Briefmarken um. Und das sind, das kann einen stundenlang beschäftigen, ohne dass man merkt, wie die Zeit vergeht. Das ist für mich eine herrliche Sache. Ich brauche nicht über mich reden, ich brauche gar nichts machen. Ich habe mir so Literatur darüber geholt, weil ich finde es nicht gut, wenn man irgendwas macht, dann sollte man sich auch wirklich haarklein darum interessieren halt, was mache ich hier eigentlich, was gibt es für Abartungen, es gibt Nachzähnungen, es gibt da die dollsten Dinge, die da passieren, Nachgummierungen, das glaubt kein Mensch. Und ich habe mir das so durchgelesen immer, wo man verschiedene Dinge dran erkennen kann. Also ich kann auch schon verschiedene Fälschungen erkennen. Nicht alle, aber schon eine Menge. Also bei mir fängt das beim Rauchen schon mal an. Ich rauche wie ein Bekloppter. Ich fresse wirklich, bei mir ist es Fressen, irgendwelche komischen einfachen Dinge, das geht dann bei Currywurst so meine Lieblingsspeise los. Dagegen muss ich natürlich Sport machen. Also ich muss mich bewegen, sprich Fahrrad fahren, dann habe ich solche gymnastischen Übungen, die ich mache und dann schwimme ich wie ein Fisch. Und das sind die Dinge, die ich halt machen muss, weil das habe ich schon gemerkt, wenn man ab irgendeinem Alter nichts mehr tut, schläft das Herz ein, man wird kurzatmig und seitdem ich das mache, kann ich meinem Laster rauchen, frönen, aber ich kann was dagegen tun. Ich komme mit allem klar.